Nach längerer Zeit habe ich mich sowieso schon damit beschäftigt. Es gibt verschiedene Gründe. Das erste Grund ist ja sicherlich auch wegen der Umwelt und so. Mhm. Und dann sicherlich auch, dass man, sage mal, gerade jetzt in der schwierigen Zeit damit wahrscheinlich etwas finanziell besser gestellt ist, als wenn man die teuren Preise von den Energiebetreibern schlucken muss. Okay. Diese zwei Gründe. Ja, danke. Durch verschiedene Neigungen haben wir die drei Dächer. Und vom Platz her hat es nur das ergeben, was anderes war nicht möglich. Und dadurch haben wir auf einem Dach dann eben 8 Module von 410 kW, auf dem einen Dach 6 und auf den anderen Dach sind dann 9 draufgegangen, weil das von der Größe her nicht anders funktioniert hat. Das war so das Optimalste, was wir hier ausschöpfen konnten. Ja, Produkte habe ich hauptsächlich aus Zeitschriften und übers Internet. Ja. Nach der Messe in Berlin ist das ganz groß so publik gemacht worden, mhm, und vielversprechend angepriesen worden. Okay. Also, ja. Na gut, erstens war es ein neues Produkt, was auf den Markt kommt und sicherlich dadurch auch den höchsten technischen Standard mit hat, so wie es beschrieben wurde und eben vielversprechend von der Qualität her sein soll. Und da lassen wir uns mal überraschen, ob das dann auch so eintrifft. Gutes Gefühl, ja. Ja. Oder die Produkte ist einfacher zu installieren oder das kann zu kaufen? Ja, das ist relativ einfach. Also das ist ganz gut so. Also das ist sicherlich für einen Laien ein bisschen unverständlich, aber für einen wie ein, okay, mir, der aus der Branche kommt oder so. Ja, das hat ganz gut geklappt. Ja. Am Anfang war es ein bisschen schwierig mit der Telefoniererei und so. Aber dann haben wir ja mit WhatsApp oder so, das geht ganz gut. Und das